Shavasana, Klangreise ins Glücklichsein. Nun lege dich wieder in Rückenlage, die Beine sind ausgestreckt, die Arme liegen entspannt neben dem Körper und wenn es dir bequem ist, legst du eine gefaltete Decke unter den Hinterkopf, damit dein Nacken entspannt ist. Deine Füße und deine Handflächen lässt du nach außen fallen. Nun spüre den ganzen Körper, vom Kopf bis zu den Füßen. Und geh mit deiner Achtsamkeit an den Hinterkopf. Spüre den Hinterkopf. Und lass ihn noch tiefer fallen, sodass der Kopf noch tiefer in die Matte sinkt. Spür deinen Nacken, die einzelnen Nackenwirbel, die Muskeln, die Empfindungen. Lass dich tiefer fallen im Nacken. So dass dein Nacken sich noch mehr entspannt. Nun komme mit der Aufmerksamkeit in deine Schulterblätter. Nimm sie bewusst wahr. Lass beide Schulterblätter noch tiefer in die Matte sinken. Und spüre nun beide Arme. Lass beide Arme noch tiefer fallen, sodass sich Spannung in den Armen jetzt löst. Spür deine Hände und Finger ganz bewusst und lasse die Anspannung los, sodass du nichts mehr festhältst. Nun komme mit der Aufmerksamkeit zur Wirbelsäule vom Hinterkopf runter bis zum Kreuzbein. Spür die einzelnen Knochen, Hals, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Spür die Empfindungen in den Muskeln. Nimm den ganzen Rücken bewusst wahr, auch links und rechts neben der Wirbelsäule. Und da, wo du Spannung spürst, loslassen, fallen lassen, sich tragen lassen, das Gewicht abgeben, sodass dein ganzer Rücken noch tiefer in den Boden sinkt. Und komme dann mit der Aufmerksamkeit in dein Gesäß. Spür dein ganzer Gesäßbereich, die tief liegenden Muskeln, und lass dein Gesäß noch tiefer fallen in die Matte. Nun komme mit der Aufmerksamkeit in die Rückseite der Oberschenkel und spüre beide Oberschenkelrückseiten. Lass sie sinken und löse Anspannung bewusst auf. So dass deine Oberschenkel noch tiefer in den Boden auf die Matte sinken. Spür nun auch deine Waden. Lass deine Waden fallen.
bis zu den Fersen. Spür beide Fersen. Und komme nun in die Fußsohlen, bis in deine Zehen. Spür sie ganz bewusst. Die kleinsten Empfindungen in den Füßen. Und da, wo du Anspannung spürst, lässt du los. Nun vom Kopf bis zu den Füßen den ganzen Körper noch etwas mehr fallen lassen. Sinke noch etwas tiefer in deine Matte und spüre, je mehr du loslässt, desto mehr wirst du getragen vom Boden und tief sitzende Spannung löst sich ganz von alleine auf. Vom Hinterkopf bis zu den Füßen. Dann komme mit der Aufmerksamkeit ins Gesicht, in deine Stirn, ganzes Gesicht und öffne dich für die Klänge. Entspanne dein Gesicht und lausche den Klängen. Nun spüre deinen Hals. Und öffne dich für die Klänge. Spüre beide Arme. Bis zu den Fingern. Öffne dich für die Klänge. Und dann spüre deinen Brustkorb. Die Rippen, die Muskeln am Brustkorb. Öffne dich für die Klänge. Nun spüre den ganzen Bauchraum. Die Empfindungen im Bauch. Als würdest du mit deinem Bauch die Klänge hören, mit deinem Bauchgefühl. Nun komm in deine Leisten. In den Hüften loslassen, in den Leisten loslassen. Nun spüre auch deinen Beckenboden. Und öffne dich für die Klänge im Becken. Und komme zu deinen Oberschenkeln, bis zu den Knien. Als würden die Klänge deine Oberschenkel streicheln. Als würdest du mit deinen Oberschenkeln die Klänge hören. Dann zu den Schienbeinen, spür die Knochen,
Spür die Muskeln. Und vielleicht spürst du sogar die Energiebahnen im Schienbein, die Nadis. Und dann komm in den Fußrücken rechts und links bis zu den Zehen. Spür die feinsten Empfindungen. Die ganze Vorderseite ist geöffnet, ganz offen für Neues, für Klang, für den Atem, für Energie. Spür die Offenheit vorne und die Entspanntheit hinten an deinem Körper. Und nimm jetzt bewusst deinen Atem wahr. Den Atem immer wieder bewusst wahrnehmen. Die Klänge immer wieder bewusst hören. Atem und Klänge verschmelzen. Der Atem fließt immer ruhiger und tiefer, leichter und geschmeidiger. Die Klänge unterstützen deinen Atem im Fluss. Und durch deinen ruhigen Atem wird der Geist jetzt immer ruhiger. Und wir können tiefer gehen in der Klangreise, ganz tief ins Unterbewusstsein. Nun öffnen wir uns fürs Unterbewusstsein und die Gedanken und Gefühle, die jetzt aufsteigen, ins Bewusstsein kommen. Die Wellen der Klänge auf sich wirken lassen. Die Wellen durchfließen lassen. Die Kontrolle aufgeben und ins Unterbewusstsein sinken. Ganz in die Tiefe. Alle Gedanken und Gefühle, die jetzt hochsteigen, zulassen. Die Klangwellen im ganzen Körper spüren. Beobachte deine Gedanken und deine Gefühle ganz aufmerksam, ohne dich damit zu beschäftigen. Wenn Angst oder Wut hochkommt, lass es einfach fließen. Das, was kommt, ist genau richtig. Die Klangwellen, die Gedanken und die Gefühle in Fluss bringen.
die Tiefe des Unterbewusstseins schauen. Lauschen, was kommt ins Bewusstsein. Sich berühren lassen von diesen tiefen Klängen bis in die Knochen, die Gelenke, kommt alles in Vibration. Und tief sitzende Blockaden können sich jetzt lösen. Energetische Blockaden und auch negative Glaubenssätze und Gedankenmuster können sich jetzt auflösen, indem du Zugang hast zum Unterbewusstsein. Nun bist du in einem ganz tiefen Zustand der Entspannung und bereit, noch tiefer in die Klangreise einzusteigen. Tauche nun ganz tief ein in die Stille. Dein Körper schläft, dein Atem fließt. Und der Geist ist ganz still, wie ein Bergsee. Der Atem fließt wie ein Fluss. Und der Körper ist still und schläft. Still sein. Einfach glücklich sein. Im sicheren Hafen der Stille erfährst du Glückseligkeit. Frieden und Freiheit von den Gedanken. Einfach glücklich sein. Du bist angekommen bei dir selbst. Angekommen in der Stille. Ruhe dich aus und genieße diesen Zustand des Nichtstun. Das Nichtdenken. Einfach glücklich sein. Dein Körper schläft. Dein Geist ist ganz wach.
der Atem fließt und alles steht still. Ankommen im Hier und Jetzt. Glücklich sein in diesem Moment. Ganz offen sein. Ganz bei sich sein. Und immer wieder still sein. Die Klänge sind ganz fein und deine Gedankenwellen sind zur Ruhe gekommen. Du siehst in die Tiefe und begegnest dir selbst. Gewahrsein der Stille. Gewahrsein der Unendlichkeit. Gewahrsein des Glücklichsein. Jetzt Stille. Ganz bewusst den Atem wieder wahr. Beobachte, wie dein Atem jetzt fließt. Und vielleicht hast du schon lange nicht mehr so einen ruhigen Atem gehabt, der ganz fein und weich fließt, völlig entspannt und geschmeidig fließt. Beobachte den Atem, wie er kommt und geht. Wie leicht es dir fällt zu atmen, wenn du tief entspannt bist. Beobachte, wo du den Körper jetzt bewusst spürst. Wie du ihn spürst. Hat sich dein Körper verändert durch die Klangreise ins Glücklichsein? Spür die Empfindungen vom Hinterkopf bis zu den Füßen. Spür die Empfindungen vom Gesicht bis zu den Zehen. Spür die Vorderseite und spür die Rückseite deines Körpers.
Spür die Muskeln. Nimm die Knochen und Gelenke wahr. Spür deine Organe, dein Magen, dein Darm, die Lunge. Wie fühlst du deine Organe nach dieser tiefen Reise ins Glücklichsein? Bis in deine Zellen, die sich jetzt erneuert haben. Nimm auch deine Gefühle wahr, wie fühle ich mich jetzt nach dieser langen Reise zu mir selbst. Beobachte, ob du noch Gedanken hast. Und was für Gedanken du jetzt hast. Langsam wieder zurückkommen, wieder in den Körper kommen, indem du dich achtsam auf die Seite legst, zur rechten Seite dich legst, die Knie kannst du etwas beugen und die Hände kannst du nehmen zur Unterstützung vom Kopf, so dass du bequem in Seitenlage liegst. Und noch etwas nachspürst, die tiefe, wohltuende Wirkung dieser Klangreise. Nachspürst, wie du dich jetzt fühlst und genießt diesen Moment der tiefen Entspannung ganz bewusst. Einfach noch einen Moment bei dir sein. Und vielleicht magst du dich auch bedanken, dass du dir so viel Zeit geschenkt hast für dich und diese tiefe Reise ins Glücklichsein, für die Entspannung, die Stille. Und die Weisheit, die sich dir in der Stille offenbaren kann, wenn der Geist zur Ruhe kommt, findest du alle Antworten in dir. Und alle Fragen lösen sich auf wie im Nichts. Nun, wenn es für dich Zeit ist, kommst du ganz langsam und achtsam mit deinen Händen abgestützt wieder hoch ins Sitzen und kommst in eine angenehme Sitzposition auf ein Sitzkissen oder sonst kannst du die Beine überkreuzen. Bewegst deinen Körper intuitiv, deinen Kopf etwas bewegen. Deine Schultern etwas lockern. Und vielleicht magst du auch deine Knie, deine Hüften und deine Füße bewegen, sodass der ganze Körper jetzt wieder belebt wird. Und diese Klangreise hat dich auch neu belebt, aufgeladen mit neuer Lebensenergie, mit neuer Lebenskraft. Und dann kannst du auch langsam deine Augen wieder öffnen. Und mit deinen Händen kannst du das Gesicht noch sanft massieren, um die Augen herum, um die Schläfen. Wieder ganz ankommen im Hier und Jetzt. Von Herzen wünschen wir dir, dass du dir in deinem Leben immer wieder Zeit schenkst für diese wertvollen Klangreisen.